Hey Leute, heute haben wir für euch 5 Erfindungen, die unser Leben für immer verändert haben. Los geht's! Nummer 5. Barcodes. Erinnert sich noch jemand an die Zeit, wo Supermarktkassierer oder Kassiererinnen die Nummern aller Produkte im Kopf hatten und in einem unfassbaren Tempo die Zahlen in die Tastatur getippt haben? Durch Barcodes in allen Produkten hat sich das in den letzten Jahren immer weiter vereinfacht und die Artikel müssen nur noch über den Scanner gezogen werden. Der Supermarkt-Discounter Aldi war im Übrigen einer der letzten, der auf Barcode-Scanner umgestellt hat. Machen wir weiter mit der Nummer 4. Herzschrittmacher. Tatsächlich war es früher eine extrem schockierende Diagnose, wenn das Herz nicht mehr im Takt schlägt. Natürlich starb man nicht sofort, aber es konnte jederzeit passieren, dass der Herzrhythmus so aus dem Takt gerät, dass man zum Beispiel einen Herzstillstand erleidet. Heutzutage gibt es jedoch dieses kleine Gerät hier, die sogenannten Herzschrittmacher, die das Herz im Takt halten sollen. Statt per invasiver Chirurgie können sie mittlerweile sogar über einen Beinkatheter eingeführt werden. Einfach eine Wahnsinnserfindung. Und die Nummer 3, rostfreier Stahl. Früher, also ganz früher, haben die Menschen noch in Kupferkesseln gekocht. Die heutigen Edelstahltöpfe oder auch die Edelstahloberflächen in der Gastronomie sind tausendmal hygienischer, geben keine Schadstoffe an das Essen ab und lassen sich wesentlich besser reinigen. Nummer 2. Der Klettverschluss. Auch wenn ich mich frage, warum zum größten Teil nur Kinderschuhe mit Klettverschluss ausgestattet sind, so muss man doch zugeben, dass dieser einfach unfassbar praktisch ist und in vielen Bereichen unseres Lebens Anwendung findet. Und nicht nur im Alltag, sondern auch in der Raumfahrt wird fast alles mit Klettverschluss befestigt und verschlossen. Und dabei ist diese Erfindung eigentlich total simpel. Ein Klettverschluss besteht aus zwei Seiten, die eine hat winzige Stofffasern und die andere kleine Haken, die sich im Stoff verhaken und so für Halt sorgen. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1 und dem Sicherheitsglas. Glasscherben können sehr scharf sein und geht eine normale Glasscheibe kaputt, so ist es fast unmöglich, sich daran nicht zu verletzen. Eine Form von Sicherheitsglas ist das sogenannte gehärtete Glas, das bei Bruch in nicht scharfe kleine Teile zerfällt. Eine weitere Form ist das Verbundglas. Hier bricht das Glas in der Scheibe, bleibt aber dennoch in seiner Form, es splittert nichts heraus und das Fenster kann ganz einfach ausgebaut und gegen ein neues ersetzt werden. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch mal einen Daumen nach oben, denn dann wissen wir Bescheid. Hier haben wir jetzt noch 6 verrückte Fakten, von denen man denken könnte, dass sie fake sind für euch. Zum Anschauen einfach in die Mitte auf das Video klicken. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Habt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao.